Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute an Ostern gibt es natürlich ein einfaches Oster-Special von mir. Wir bereiten nämlich heute so richtig leckere und süße Quark-Ölteig-Häschen zu. Da ich ja schon wirklich unzählige Hefeteigrezepte gerade zu Ostern auf meinem Channel habe, habe ich mir überlegt, wird es Zeit für etwas anderes und deswegen kam ich nämlich auf diese leckeren Quark-Ölteig-Häschen. Ich habe auch extra den Test gemacht, in welchen Variationen die am besten schmecken. Was mich an diesem Rezept auf jeden Fall überzeugt, ist der Teig. Also dieser Quark-Ölteig ist super einfach in der Herstellung, egal ob mit oder ohne Küchenmaschine, egal welche Küchenmaschine. Und ihr habt keine Aufgehzeit und der Teig lässt sich wirklich wunderbar ausstechen. Das ist so ein schöner Teig, wirklich. Also mit Kindern macht das richtig, richtig Spaß und ist auch viel einfacher als Mürbeteig zum Beispiel. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Für den Quark-Ölteig benötigen wir natürlich 400 Gramm Mehl. Da habe ich jetzt einfach Weizenmehl Typ 405. Das könnt ihr aber natürlich auch einfach durch Dinkel 630 austauschen oder Hälfte-Hälfte machen. Das ist sogar noch mein Favorit von allem. Dann habe ich hier schon 20 Gramm Backpulver mit drin. Dann benötigen wir 200 Gramm Magerquark, eine Prise Salz. Dann habe ich hier 75 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt. Da benötigen wir ungefähr so einen Teelöffel. Ein Ei der Größe M, 50 Gramm Milch und außerdem noch 100 Gramm Sonnenblumenöl. Wichtig ist, dass es geschmacksneutral ist. Man kann aber auch ein Rapsöl verwenden zum Beispiel. Weil der Teig jetzt auch einfach nur komplett vermengt werden muss, ist das Einzige, was ihr zu beachten habt, einfach nur, dass ihr erst die flüssigen Zutaten in die Rührschüssel gibt und dann das Mehl als letztes oben drauf. Ich mache das Ganze heute in der KitchenAid und da verwende ich jetzt einfach hier den Flachrührer. Mit dem lässt sich der Teig nämlich super verarbeiten. Ihr könnt das Ganze auch mit einem ganz normalen Handrührgerät mit Knethaken machen oder auch ganz einfach im Thermomix. Wirklich, also da könnt ihr euch einfach aussuchen, auf was ihr da Lust habt. Ich bemehle jetzt einfach meine Teigmatte und knete den Teig mit den Händen nochmal richtig schön kräftig durch. Wenn ihr keine Teigmatte habt, könnt ihr es auch einfach auf der Arbeitsfläche machen. Einfach ein bisschen Mehl drüber sieben und oder drüber streuen eher gesagt. Ich habe ja hier dieses Handsiebteil, deswegen sage ich sieben. Und den Teig einmal richtig schön durchkneten und dann nochmal eine dünne Schicht Mehl draufgeben und dann den Teig am besten 5 mm dick ausrollen. Und das mache ich einfach hier mit diesen Teighölzern. Dann ist nämlich, geht ihr auf Nummer sicher, dass auch wirklich alle die gleiche Dicke haben. Dann sehen die alle auch gleich schön aus und sind vor allen Dingen auch gleichmäßig durchgebacken. Und in vielen Rezepten schreiben die rein, dass man das 1 cm dick ausrollen sollte oder kann. Aber für mich persönlich ist es auf jeden Fall viel zu dick, weil da ist ja Backpulver im Teig drin und die gehen auch noch wirklich schön auf und sind innen drin fluffig. Und da reicht die Dicke von 5 mm auf jeden Fall aus. Wir haben es getestet und als super gut empfunden. Und jetzt geht es an das Ausstechen. Und da könnt ihr euch jetzt ganz einfach die Formen oder die Ausstecher aussuchen, die ihr da habt. Oder halt extra für Ostern gibt es natürlich auch welche mit Osterhasis. Die habe ich jetzt hier. Da habe ich hier einfach so ein Set aus so verschiedenen. Da sind zwei Osterhäschen drin, ein Schmetterling, eine Möhre, ein Osterei und ein Küken.
Ich finde es den Mix super schön. Wichtig ist nur, dass ihr ungefähr die gleiche Größe habt beim Ausstechen. Also wenn ihr jetzt auch Formen habt oder einen Hasi, der größer ist, dann würde ich auf einem Blech auf jeden Fall die größeren Elemente, also die einfach so aufteilen, dass alle ungefähr gleich groß sind, damit ihr die auch gleichmäßig durchgebacken habt. Ich benutze jetzt als Backblech natürlich meinen James und meinen Zauberstein von Pemberton. Da die jetzt auch hier genügend Patina haben, brauche ich die auch nicht nochmal extra einzupinseln. Falls euer Stein oder eure Steine noch nicht genügend Patina haben und da noch ein bisschen Sachen kleben bleiben, dann ist es gar kein Problem. Pinselt den dann einfach nochmal dünn mit Öl ein, gebt ein bisschen Mehl drüber zur Sicherheit und dann könnt ihr direkt die ausgestochenen Plätzchen drauf verteilen. Oder wer das auch nicht hat, der nimmt einfach sein ganz normales Backblech, legt es mit Backpapier aus und verteilt dann die Kekse drauf. Zum Einstreichen benötigen wir einmal ca. 100 Gramm geschmolzene Butter und 100 Gramm Zucker mit 2 Beuteln Vanillezucker. Hier habe ich wirklich Vanillezucker verwendet und auch nicht den Bourbon, damit alles schön weiß bleibt. Und bevor das jetzt in den Backofen wandert, nehmt ihr die geschmolzene Butter und streicht die von oben, pinselt die einmal dünn ein und dann wandert sie in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für etwa so 5 bis 10 Minuten. Schaut einfach nochmal genau rein in euren Backofen. Jeder Backofen ist ja unterschiedlich. Die sollten auf jeden Fall nicht zu dunkel werden, einfach nur so leicht goldbraun. Nicht zu kross auf jeden Fall. Jetzt beginnt der Part, wo auf jeden Fall Teamwork eigentlich gefragt ist. Ich muss es jetzt leider hier alleine machen im Video, aber wenn ihr das zu Hause macht, dann ist ja auch schon das Ausstechen macht auf jeden Fall mit mehreren Leuten Spaß oder mit der ganzen Familie eher gesagt. Und jetzt auch dieser Part, denn wenn die Teilchen jetzt aus dem Backofen rauskommen, werden die nochmal mit der geschmolzenen Butter bepinselt und dann direkt in der Zuckermasse gewälzt. Dann lasst ihr die einfach abkühlen und könnt die dann entweder in einer Keksdose lagern, direkt vernaschen. Oder man kann die auch super einfrieren. Wichtig ist nur, dass die wirklich nochmal mit der Butter bestrichen werden und nochmal im Zucker gewälzt werden. Ich habe nämlich beim letzten Mal ein bisschen was ausprobiert und hatte die dann einfach vom Blech direkt in der Zuckermischung drin und wollte sie nicht nochmal zusätzlich mit Butter trinken. Bei denen ist es aber dann so in der Keksdose, dass dann der Zucker verschwindet und nicht so richtig dran haften bleibt. Und dann schmecken die auch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Die, die richtig im Zucker gewälzt waren, die schmecken auch nach einer Woche noch super. Und die Variante, dass man dann einfach zum Beispiel ein paar dann in den Gefrierbeutel gibt und die einfriert und sich die portionsweise rausholt, wenn man Lust hat, das schmeckt auch super gut. Das kann ich euch auch echt gut empfehlen. Ich hoffe, ihr freut euch über dieses Rezept und probiert es mal aus. Es herrscht auf jeden Fall absolute Suchtgefahr, wenn man einmal mit denen anfängt. Da muss man sich auch wirklich, wirklich bremsen. Und wenn die ganze Familie da ist, dann ist auch, glaube ich, die ganze Portion in einem weg. Und dann müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, wie lange die in der Keksdose aushalten. Vor allen Dingen mit Kindern, also dann so die zack, muss man sogar eher bremsen. Denn das schmeckt natürlich schon echt fantastisch mit dem Zucker außenrum. Ist halt auch super einfach, finde ich, in der ganzen Zubereitung. Und ja, das Rezept, das habe ich natürlich in voller Länge für euch auf meinem Blog. Das verlinke ich euch unten. Ich wünsche euch noch wunderschöne Ostertage. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.